Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jener hier mit der Mütze, das ist der Marc Hagenbeck und ich bin hallo. Der Sashi. Und wir haben heute den 1. Oktober und am 1. Oktober haben wir ein Geburtstagskind. Und das Geburtstagskind ist auch ein YouTuber, ein Kollege sozusagen. Ein Kollege? Ja, Le Floyd. Ja. Hat ungefähr 4 Milliarden Follower mehr als Schoki Banoki New Television. Kennst du nicht? Nee. Nee, kennst du nicht. Muss man nicht kennen unbedingt. Du bist einer von den anderen. Nicht? Also ist es ein Mitbewerber von uns sozusagen? Ja, genau. Ein Le Floyd. Le Floyd, genau. Ja, Was macht der so? Der macht, der quatscht halt vor der Kamera so. So ein bisschen. Voll so, Assi. Voll Assi. Vor der Kamera quatscht er. Scheiße. Das ist ganz lustig. Nicht immer, aber muss man auch nicht immer. Man muss ja nicht immer lustig sein. Nö, muss nee. Man nicht. Liebt ja. Sascha. Genau. Ja. Le Floyd hat heute Geburtstag, ist 1987 geboren. Ne? Der ist 13 Jahre jünger als meiner einer. Aber wie viel jünger er ist als Marc, das wollen wir gar nicht wissen. Das ist ein Geheimnis. Ja. Darüber werden wir nicht reden. Worüber wir aber reden werden, ist, dass heute am 1. Oktober der internationale Aktionstag ist der Weltmusiktag. Der Welt, 1975 so. Ins Leben gerufen. Weltmusiktag. Ja. Aha. Haben wir denn ein Ständchen, was wir jetzt mal bringen können zum Weltmusiktag? Ja, ich habe eins. Pass auf. Also, hat auch mit dem 1. Oktober zu tun. Oh. Am 1. Oktober ist ein Lied erschienen, das die Vorlage war für folgenden Song. Zieht den Bayern die Lederhosen aus. Kennst du gleich? Lederhosen aus. Lederhosen aus. Das ist natürlich nicht das Original, sondern? Wie heißt das Original? Hast du es erkannt? Ach, natürlich. Beatles. We all live in a yellow submarine. Ja, das Yellow Submarine, das Lied. Genau. Das ist 1966 Nummer 1 in Deutschland gewesen. Und das war vom 1. Oktober bis zum 31. Oktober ein Monat lang komplett Nummer 1. Großartig. Beatles ja. Sowieso großartigst. Zieht den Bayern die Lederhosen aus. Im gelben Unterseeboot. Ja, und was war noch am 1. Oktober? Was war denn noch am 1. Oktober? Lass mal gerade gucken. ja, da haben wir hier jenen welchen. Dr. Helmut Kohl. Der Vorsitzende der CDU, Helmut Kohl, wird vom Deutschen Bundestag zum Bundeskanzler gewählt. Ach so, ist ja. Ja. War ja ein großer Tag für ihn scheinbar. Das war 1982. 82, das erste Mal. Das war, wie lange war er Bundeskanzler, weißt du das? Wow. 16 Jahre. Ach komm, ich weiß ja gar nichts. Ja. 4 Legislaturperioden. Mensch, das macht den Unterschied zwischen uns. Ja. Ich habe nur mittlere Reife. Wissen macht A, sagt man ja. Wissen auch. Macht A. Genau. Ja, das ist Dr. Helmut Kohl und ich sage an der Stelle, zieht den Bayern die Lederhosen aus. Lederhosen aus. Lederhosen aus.